Heidelberg zur Eröffnung der Ausstellung Remembering Iceland von unserer Künstlerin Monika Meyer-Speicher. Leider können wir die Vernissage, die für heute geplant war, wegen Corona nicht ausüben und müssen uns jetzt mit diesem Medium begnügen. Ich stelle unsere Künstlerin vor, Malerin, Zeichnerin, auch promovierte Kunsthistorikerin aus dem Saarland, aus St. Ingbert. Du hast deine Ausstellung Remembering Iceland genannt. Und wenn man sich umschaut, umfangen einen wirklich eine Menge wunderbarer, großartiger Landschaften. Bist du in Island gewesen? Hast du da gelebt? Bist du da gereist? Ich war viele, viele Male in Island und zwar zu Fuß, hauptsächlich zu Fuß, sehr viel auch mit dem Auto. Was mich besonders fasziniert hat an Island, das sind vor allen Dingen die eher unbewohnten Gebiete, also nicht so die touristisch erschlossenen, und das ist jetzt eine Zeit her, die schon über 10 Jahre ist, wo ich immer wieder dort war und diese faszinierende Landschaft gesehen habe, eine Landschaft, die so fast menschenfeindlich ist. Es gibt viele grüne Stellen in Island, wo die Geysire sind und wo die Touristen sind, die interessieren mich nicht, sondern eher so jetzt die Lavafelder, die noch heiß sind, wo es dampft und brodelt, wo es stinkt nach Schwefel. Ja. Es gibt total farbige Berge, also es ist an sich wirklich eine faszinierende Landschaft, wo ich finde, dass an der immer noch gebaut wird. Also die Insel ist nicht fertig. Ne, das ist immer noch im Werden. Du meinst, die Schöpfung ist dort es immer tut noch, sich immer es noch. Tut sich die immer Urgewalten noch sind ja. da immer noch. Ja. Und die Bilder sind im Grunde genommen Bilder, die sich im Laufe der Jahre in mir gesammelt haben, wie so eine Sedimentschicht, muss man sich das vorstellen. Ja. Es ist also nicht nach Fotos gemalt, ich fotografiere schon, skizziere aber auch viel. Ja. Ja. Und aus dieser Sedimentschicht kommen im Grunde genommen die Bilder nach oben und wollen raus. Und manchmal geht es ganz schnell in den Pinsel. Ich komme dann mit der Bewegung nicht hinterher, so schnell wollen die Bilder raus. Ja, du sagst, an dieser Insel wird noch gebaut, ja. Irgendwie fällt mir in dem Zusammenhang dieser Kontrast zwischen diesen hellen und kalten Farben und diesen Rottönen, diesen erdigen und feurigen Tönen auf. Und so ein bisschen erinnert mich das an die goethische Unterscheidung zwischen dem ozeanischen und dem vulkanischen. Also, hast du da auch solche, wenn du sagst, diese Bilder wachsen auch in dir, hast du da auch solche Assoziationen? Das ist auch so. Also auf dieser Insel ist das so eng zusammen, das Wasser und das Heiße. Also es gibt tatsächlich auch heiße Quellen im Schnee, es dampft aus dem Schnee raus und das ist das, was mich auch fasziniert. Was hier das Wasser ist, da hat mich auch die Bewegung und die Wucht des Wassers interessiert und das laute Geräusch. Das hier, das sind jetzt Bilder, die im Grunde genommen ganz schnell aus mir herausgeschossen sind. Der Pinsel ist kaum nachgekommen. Natürlich ist es am Anfang immer so, ich fange irgendwie an und merke dann, also es kommt aus mir raus, aber irgendwann sagt der Kopf, stopp mal, jetzt Komposition. Und man muss die natürlich immer wieder doch überarbeiten, aber so, das sieht man auch an diesen Laufspuren, ist es schon eine sehr spontane und gestische Malerei. Ja. Das im Hintergrund, was wir jetzt hier sehen mit dem Wasser, das war mehr, da bin ich viel öfter, das hat öfter drüber, das hat viele, viele Schichten. Ja. Also man kann hier vielleicht noch den,
den Stein sehen, ja, der gerade so, ja, durch, also da ist ja drunter, ist schon was, und ja, das Wasser kommt drüber, so wie es wirklich, ja, auch ist. Und hier ist es mehr so eine total gestische Malerei, also auch eruptiv, sag ich. Ja, ne? Ja, so dass die Landschaft auch aus deinem Pinsel wächst, also sie im Prozess des Malens auch erst entsteht. Genau, ja, genau. Ja. Malst du auf schwarze Leinwand? Nein, ich male auf rote Leinwand. Was man hier sieht, ist die, ja, Fundierung. Diese Arbeiten sind jetzt auch mit Acryl gemalt? Ja, die sind auch auf Acryl, und auch da sieht man die rot grundierte Pappe oder den Karton. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie ich in Serie arbeite. Es ist eigentlich immer das gleiche Bild in vielen Variationen. Ja, ja. Ich finde faszinierend, was für ein Raum, was für eine Landschaft, also monumentale Landschaft sich da eigentlich öffnet, trotz dieses ganz kleinen Formats. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Vorne habe ich ja sowas, was den Betrachter abhält, ins Bild zu gehen, und dann ist der tiefe Raum. Ja. Ja. Mit der großartigen Landschaft.